Mit dem offiziellen Release von Valorant in China soll ja ein exklusives Skin-Bundle dort landen. Das soll jetzt allerdings auch in Europa und in den USA veröffentlicht werden. Das gucken wir uns gleich ganz in Ruhe an. Es gibt einige Änderungen, einige wenige Änderungen bezüglich des Patches, aber spannende Dinge, über die wir uns heute unterhalten werden. Zuallererst gibt es das Give Back Bundle 2023 mit der Gaia's Vengeance Bundle. Meiner Meinung nach schönsten Skins und besten Skins im gesamten Spiel. Es müsste dann die Recon Spectre noch sein und der Reaver Guardian. Und dann haben wir hier noch die Magepunk Sheriff auch mit am Start. Ganz geil. Kauft das überhaupt jemand von euch? Würde mich mal wirklich interessieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch die Give Back Bundles kauft oder zumindest ja die Skins da feiert. Weil da sind ganz oft wirklich Skins drin, wo ich sage, die sind geil. Und wenn man die noch nicht hat, kann man zumindest die Gelegenheit nutzen. Wo ihr sie vielleicht kein zweites Mal nutzen könnt, ist beim neuen Bundle. Denn das wird wohl exklusiv ähnlich wie auch bei den VCT-Skins sein. Das heißt, ihr könnt sie später nicht mehr erwerben und auch nicht im Night Market bekommen. Falls ihr euch jetzt die Frage stellt, welches Skin-Bundle ich meine, das hier, meine Freunde. Das ist unser Fächer, der aus China kommt, der jetzt, wie gesagt, auch hier veröffentlicht werden soll. Einmal in einer feuerroten Variante. Ich mag auch den Dolch am Ende, wenn der Fächer zu ist. Ich finde, das sieht ziemlich nice aus. Ich mag auch diese Animation. Overall, wir haben noch nicht so viele Skins mit diesem Thema. Passend auch auf Haven, lustigerweise, mit dem Drachen hier hinten. Und auch die zweite Farbe sieht ganz cool aus, finde ich. Auch wenn das Feuer natürlich nochmal, also das rote Feuer nochmal richtig krass ins Auge sticht. Aber auch die Farbe ist ganz nice. Das Bundle kann nur gesamt, also im Gesamtpaket erworben werden. Und die anderen Inhalte sehen wie folgt aus. Und zwar haben wir die Ignite Fang Card, die muss auch mit erworben werden. Und dann kommt noch dazu einmal die hier, die Huang Card. Das ist dann eben die eine Skin-Variation als auch die andere jeweils. Und dann haben wir noch am Start das Spray, und zwar das Huang Spray. Da ist die Frage, ob wir das auch wieder in zwei unterschiedlichen Farben haben. Yes, haben wir. Ja, das heißt, das ist das gesamte Skin-Bundle. Ein Preis steht meiner Meinung nach aktuell noch nicht fest, aber das Bundle könnte jederzeit veröffentlicht werden. Zumindest wurde jetzt auf inoffiziellem Wege angekündigt, dass das Bundle das nächste sein wird, das bei uns in Europa erscheinen wird. Ich bin sehr gespannt. Dann haben wir noch kleinere Änderungen, so Icon-mäßig. Das heißt, das ist hier die alte Variante und das ist die neue Variante. Das heißt, die haben bestimmte Icons ausgetauscht. Jetzt in dem Fall hier beispielsweise bei Gecko, bei Kayo ebenso. Also da wurden hier quasi, guckt euch das mal an, hier wird so eine Art Pfeil noch mit hinzugefügt, weil, und das ist ganz wichtig, man quasi die Wall curven kann. Genauso wie, das müsste wahrscheinlich dann auch bei Jett der Fall sein. Das heißt, das Icon soll anzeigen, dass man die Fähigkeit noch im Nachhinein bewegen kann, so wie man ja auch Phoenix Wall um die Ecke bewegen kann. Das ist hier straightforward, also einfach in gerader Linie gibt es eben den Aftershock. Das ist ganz geil eigentlich, muss ich sagen, weil das natürlich auch uns mehr Informationen darüber gibt, wie die Fähigkeiten funktionieren, weil nicht alles in den Tooltips vorhanden ist. Es gibt Leute, die mir nach 2, 3 Jahren schreiben, yo, ich wusste gar nicht, dass man Phoenix Wall um die Ecke bewegen kann, also dass man sie curven kann. Und genau deswegen sind die Icons so wichtig. Eine Sache fand ich noch äußerst spannend, und zwar die exklusiven Dinge, die China jetzt bekommt. Also es gibt Player Stats für Waffen generell, es gibt Strategie-Guides, die dann implementiert werden. Ich glaube, die kommen sogar von einzelnen YouTubern. Da könnte man mal gucken, ob wir uns da vielleicht für Europa, / Dachregion auch was überlegen. Ist ein Chat-System, ähnlich wie bei Discord, da kann man Server dann wohl joinen. Man kann sich Tournaments direkt angucken, vom Launcher aus. Es gibt kostenfreie Belohnungen, wenn man sich das Ganze runterlädt. Und es gibt das eingebaute Replay-Tool. So sieht das Ganze aus. Das ist hier diese Art von Übersicht, wo man sich die Guides angucken kann, wo man dann auch hier die Videos direkt abrufen kann. Das ist eine Übersicht, die ich nicht nur gerne auf Cracker.gg sehen wollen würde, sondern das wäre doch mal ultra geil, auch im Client direkt zu sehen. Wie meine Headshot-Rate ist, wie meine Winrate ist, mit welchen Agenten. Ähnlich wie es auch bei Overwatch der Fall ist. Der eine oder andere kann sich daran vielleicht erinnern, das haben wir tatsächlich auch implementiert. Das müsste so in die Richtung des Tournament-Systems gehen, und das hier sind die Discord-Server. Das ist insane. Das heißt, du kannst rein theoretisch innerhalb von Valorant richtiges Community-Building aufbauen, ne, indem du Server-Strukturen hast. Das sieht halt wirklich 1:1 aus wie das Discord-Overlay, actually. Du kannst Server haben als auch private Chats. Das finde ich großartig. Das wäre richtig schön, wenn wir das auch kriegen würden. Aber ich bin echt gespannt, wie autark wird China jetzt mit Valorant umgehen und wie viel kriegen wir davon? Das würde mich mal interessieren. Und wenn ihr dazu auch eine spannende Meinung habt, dann geht gerne in die Kommentare und lasst mich wissen, wie die aussieht. Haut gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, Leute. Immer noch super viele Leute, die meinen Kanal nicht abonniert haben, gucken regelmäßig meine Videos. Und falls du dich jetzt angesprochen fühlen solltest, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr abonniert. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Peace.